Herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Review und diesmal geht es um Call of Planks Mod und der ermöglicht euch bestimmtes. Ihr habt nicht mehr diese ganzen vier Farben, es ermöglicht euch sogar, dass ihr farbige haben könnt, also farbige Bretter. Dann nehmt ihr zum Beispiel mal das Lapis hier, kriegt ihr blaue Bretter, dann könnt ihr auch mal das graue nehmen, kriegt ihr graue Bretter, dann könnt ihr auch das dunkelgrüne nehmen, ich mach mal ganz kurz den Regen aus, das dunkelgrüne kriegt ihr dunkelgrünes Holz. Und ihr könnt auch das Gelbe nehmen, dann kriegt ihr so gelbes Holz. Also je nachdem, was ihr zum Geschmack habt, könnt ihr halt eure Farbe hier auswählen. Mit diesen Dyes, also mit diesen Farbstoffen hier, kann man das alles machen. Man liegt halt immer so ein 9er-Feld wie bei einer Kiste und in die Mitte kommt dann halt der Farbstoff. Das geht mit allen Farben, so wie man sehen kann. Das ist ganz interessant. Oh, hey. Ich nehme jetzt einfach mal so welche Bretter hier und zeige euch das mal ganz kurz, wie das dann beispielsweise aussehen würde. Also wie die Standardbretter halt nur angemalt, also nichts Besonderes, aber es sieht vielleicht nett aus, man kann bestimmt damit eine Menge machen, weil es ist ja Holz, also hör mal, wer da hämmert. Und dann würde ich sagen, das war es eigentlich schon von diesem Mod-Review, weil man kann hier viel zeigen, ich kann gucken, ob ich die anderen Bretter hier in Pummeln die Items habe, bevor ich die jetzt alle herstellen muss. Wo haben wir sie denn? Da haben wir sie alle. Achso, es kommt übrigens auch noch, ach, das ist was anderes, das ist ein anderer Mod, fail, wollte ich jetzt noch gar nicht erzählen. Zack, 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 zack. Jetzt zeige ich euch mal die ganzen Brettersorten hier nochmal. Braune Bretter, normale Bretter, die Bretter. Also zeige ich euch die jetzt hier nochmal. Zack, zack, zack und ach, das haben wir schon. Dann zack, zack und die müssen wir auch schon doppelt drin haben, ne? Ja, dann sieht man ja jetzt schon ganz viele verschiedene Farben. Es gibt hier noch viel, viel mehr. Ja, müsst ihr mal reinschauen. Und das war's von diesem Mod-Tutorial. Bis dann. Tschüss.